Hallo, der Blind Spectator für euch am Mikrofon und willkommen zurück zur Schlacht im Finsterwald bei Chivalry 2. Sehr gut, den haben wir weggemacht. Wir müssen hier okay angreifen bzw. verteidigen. Verteidigen. Und ja. Machen wir es doch. Shuffle-Modus ist natürlich on. Hat dieses Spiel eigentlich jemals damit geendet, dass die Leute die Barrikade verteidigt gekriegt haben? Ich glaube nicht, dass es möglich ist. Wenn doch, wäre das hier jetzt ein First. Ja, ich weiß, ich bin dumm. Alter, das Spiel will echt, dass ich Speere spiele, kann das sein? Hat's richtig Bock. Alter, die Barrikade hat halt auch nur 2 HP, weißt du? Jesus. War mein Stich gerade noch rechtzeitig. Heilung für dich. Ja toll, Leute, jetzt sterbe ich! Warum blockiert niemand den? Weil es euch allen egal ist, natürlich. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß doch. Warum rege ich mich da überhaupt auf? Das ist halt die Art von Spiel, ne? Weg die Sau. Und noch einer. Und noch einer. Toll, und dann wurde ich von beiden Seiten gemacht. Oh je, die Waffe, die keinen Schaden macht. Außer durch starke Angriffe und selbst dann nur so semi. Okay. Alter, habe ich durch meinen Mate durchgeschlagen und den Gegner getroffen. Sonst funktioniert das nie, wenn man das will. Ich mag diesen Wagen nicht. Man könnte fast meinen, ich kann das Spiel so halbwegs, ne? Aber eigentlich wissen wir alle, dass es gelogen ist. Ich kann es überhaupt nicht. Ich brauche Heilung. Aber ich habe keinen Verband mehr. Ich kann nur bei der Fahne stehen bleiben und hoffen. Habe ich schön meinen Mate nochmal durch die Gegend gepfeffert. Alter, die schieben den Wagen wieder. Ein paar Points fürs Heilen.
Daneben. Habe ich gut gemacht. Alter. Okay, da bin ich dann drauf gegangen. Aber es war solide, was ich da gemacht habe, glaube ich. Also, gefühlt war das echt nicht schlecht. Jetzt stoppen, jetzt schieben sie wieder. Weil das müssen wir unterbrechen. Da habe ich gut meinen Mate getroffen. Immerhin. Das war das Einzige, was passiert ist. Geht jetzt schon so weit, dass wir schon hier spawnen. Nicht gut. Halt zu weit vorne. Hier ist keiner unserer Verbündeten. Werde ich einfach sterben. Au. Sorry. Nein, Feuer. Heiß, warm. Die schieben. Ja, da sind sie. Jetzt sind sie durch. Wir hätten sogar fast Phase 1 geschafft. The Mason Caravan has reached the gate. Fall back to the gatehouse. Das Gatehouse zu verteidigen ist wieder so eine Sache, die fast unmöglich ist. Da kommen Gegner. Ja, ich brenne. Arschloch. Dass ich noch lebe, ist ein Wunder. Jetzt kommen sie alle von hinten. Ärgerlich. Wenn die da unten hält, dann sieht man das manchmal nicht so gut. Sehr schön. Wir müssen die Gate halten.
Alter, wie lange überlebt er da eigentlich inmitten von unseren Leuten? Mit dir. Mal kurz heilen. Dann neue Munition. Wenn möglich. Gegen den Verband. Gib es nicht. Aus. Da sind Gegner. Also vielleicht verteidigen wir ja das Geldhaus. Wäre krass. Und dann sieht's gut aus. Unsere Mates lassen sich nicht ablenken und sind hier beschäftigt. Nein. Dann verbindet das Feuer, oder? Weil es hat so wenig Schaden gemacht. Wir sind hier, Leute. Wir sind hier. Der macht Drehungen, das ist der Shit. Wie sie gescheitert, Alter. Wir sind da doch hier zuhauf oben. Och Mann. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass die gerade am Erobern waren. Aber gut, ich war ja eh da, also mehr hätte ich nicht tun können. So, schnappen wir uns mal die Balliste. Gut, Mate getroffen. Sehr schön. Über 64 Meter den Gegner gekillt. Den da auch. Den da auch. Der gerade unseren Mate gekillt hat. Aber leider schieben die viel zu krass gerade. So bringt es nichts. Alter, woran ist das abgeprallt? Ja, sowohl den Mate als auch den Gegner gekillt. Sorry. Weggemacht, sehr gut. Balliste lohnt sich gerade wieder. Ah, der da auch. Diese kleinen Baumstümpfe, die da sind, die halte ich manchmal für Gegner. Die Bogenschützen haben richtig Bock darauf, mich wegzumachen. Und das macht er jetzt halt auch. Ja, machst du nix.
Die war jetzt noch frei. Nein, das hat jetzt der Mate übernommen. Aber ich habe da echt viel geleistet. Hier, wenn man da durchlaufen will, Leute. Oh, sorry, Mate. Aber dafür habe ich dich ja auch davor geheilt. Da darf dir ja auch dieselbe Anzahl wieder an Schaden zufügen. War ja quasi gratis für dich. Oh, Mate gezwungen. Sorry. Du hast gebrannt, das habe ich nicht gesehen, dass du ein Mate bist. Allgemein habe ich sehr wenig gesehen in dem Moment. Das 27.11 habe ich gerade. Man könnte echt meinen, ich kann das Spiel, aber wir wissen alle, dass es halt nach wie vor immer noch nicht so ist. War eine Menge Balliste dabei, die hier leider wieder besetzt ist. Da hinten ist sie gerade nicht besetzt, aber da rennt der Typ gerade hin. Und das ist halt auch die offene, das ist die scheiß Balliste. Mein Schild kaputt gemacht. Alter, da hat eine Balliste drauf geschossen. Eine verbündete Balliste natürlich. Oh, toll, mit Armbrust gespawnt. Okay, war ein kurzes Leben. Man ist halt einfach One-Shot, wenn man als Bogenschütze von der von den Kriegsbogen getroffen wird. Dieses dumme Rumgestolper bei dem Q-Angriff von dem. Weißt du, es ist ja nicht mal so, wie als wäre dieser Angriff so besonders stark, dass man sagen könnte, ja, okay, komm, den musst du dann, da müssen wir einen Nerf einbauen, weißt du, so, dass wenn du auch nur halbwegs irgendwas streifst, dass dein Angriff dann einfach abgebrochen wird und du auch noch so richtig dumm rumstolperst. Aber das ist ja gar nicht so. Es ist ja nicht so, dass dieser Angriff so besonders geil wäre. Danke, Mate. Wollte ich schon immer mal von einem Mate gedownt werden. Ja gut, ich brauche nicht groß reden. Leute, können wir das Geleit bitte aufhalten? Bitte? Liegt es im Bereich des Möglichen, dass wir uns darauf konzentrieren? Ja, halt auch noch da rumzuppeln. So, mit meinen Wurfmessern mache ich den Gegnern möglichst unangenehm. Bewegen es.
Jetzt gerade wieder nicht. Ach, ich brenne! Leute, Mates! Was halt... Die haben mich einfach aufgehalten. Die haben mich einfach aufgehalten. Ich konnte nicht vor diesem Feuer weg. Ignoriert den Penner da. Haltet das Ding auf. Alter, man spawnt hier jetzt schon am Arsch der Welt. Ja, sie schaffen's. Aber wenn man so kurz vorm Gewinn ist, dann kann man eigentlich schon Objective-Based Gaming machen. Ja, aber nicht geschafft. In den letzten paar Sekunden. We must defend the barricades. Those barricades must remain intact. Da machst du nix. Warum wollen wir hier eigentlich vor? Hat eigentlich auch wenig Sinn, ne? Geheilt von Crunchy Onion. Eigentlich macht es doch viel mehr Sinn, statt die Barrikade... What the fuck? Wo sind die hier schon durchgekommen? Statt der Barrikade, die Feuer zu verteidigen. Wenn die Gegner ihre scheiß Fackel nicht anzünden können, dann... Alter, die rennen hier einfach durch. Niemand interessiert's. Barrikade natürlich nicht vernichten. Okay. Also diese Barrikade verteidigen ist halt auch so ein sinnloses Ding, also ganz ehrlich. Ja, toll, da haben sie es wieder. Ist ja auch nicht so schwer, wenn man ehrlich ist. No! Our barricades have been destroyed! Brothers, we must defend the gate! Ich bin schon wieder so rumgestolpert wie ein Pleb. Danke für die Heilung. Ja, stimmt, sie haben unsere Zweige zerstört, rennt. Der erste in unserem Team ist halt schon so ein sicker Penner. 35-11. Und der im Gegnerteam auch. Karl auf. Karl vor. 34-15. Nichts kann dieser Sprintangriff außer failen. Da! Gegen das Katapult hat der Sprintangriff funktioniert. Geil. Renne. Und des Feuers.
welche. Ja, okay. Ich bin fast tot, also werde ich den jetzt nicht weitermachen, den Typen. Ach, sehr gut in meine Mates reingestochen, so muss das ja. Das ist zur Motivation, wisst ihr, Leute? Das muss so. Damit die Leute auch wissen, wofür sie kämpfen. Dafür keine Speere in den Rücken zu kriegen. Geiler Sprintangriff. Hat natürlich wieder hervorragend funktioniert. Jawohl, auch wieder hervorragender Sprintangriff. Ja, und brennen, geil. Allein schon durch die Katapulte haben die unsere Tore schon fast zerstört. Zielen auch ganz schön gut mit den Katapulten. Und es ist wirklich schwer, sich mit den Katapulten anzulegen. Ich lebe noch. Ah, kleiner Pfeil im Kopf. Macht nichts. Alter, die sind jetzt alle gegen mich. Nur noch anhusten, dann ist es durch. Und da war der Booster. Ich dominiere den einen Typen, den ich gerade gekillt habe. Interessant. Schon Gegner drin. Haben wir gemacht. Hier in der Heilung. Und tot. Scheiß Feuerbombe. So, unser Duke wurde ausgewählt. Es ist Crunchy Onion geworden oder so. Alter, da ist schon einer direkt drin und dabei den Herzog zu killen. Meine Güte. Das war eine Menge unnötiger Damage, der da passiert ist, Leute. Hat er ein Schild? Ja, er hat ein Schild, sehr gut. Ja, gut, wenn wir es schaffen würden. Ich glaube, meine Verteidigung ist da ganz gut. Die ich aufgestellt hatte, die unsere Mates weggemacht haben, finde ich hervorragend.
Oder wo ist die hin? Den habe ich schon wieder weggemacht, den ich dominiere. Gut. Da kommen Gegner. Mach den. Ich mache währenddessen den hier mit meinem Mate zusammen. Sehr gut. Ja, auch weg. Herzog ist wieder voll. Sehr gut. Heilung für dich. Vorsicht, da ist heiß, Leute. Da müsst ihr aufpassen. Schon wieder Rodolf gekillt. Okay, unser Duke ist tot. Leider. Das ging dann auf einmal ganz schnell. Da waren sie überall. Nichtsdestotrotz war das eine weitere Runde Chivy 2. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir haben viele Kills gemacht und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Haut rein.